Herzlich willkommen zu unserem Charleston Tutorial. Darf ich vorstellen, René Caselli, Zirkusartist in siebter Generation, Ninja Warrior und amtierender Dancing Star. Darf ich vorstellen, meine Damen und Herren, die beste Tanzpartnerin der Welt, die liebe Katrin Menzinger, fünffache Weltmeisterin im Showdance, amtierender Dancing Star und euer Charleston-Experte. Der Charleston ist der Tanz der goldenen 20er Jahre. Charleston wurde nach der amerikanischen Hafenstadt Charleston in North Carolina benannt. Bekannt wurde er 1923 durch das Musical Running Wild und seinen Durchbruch nach Europa schaffte er einige Jahre danach. Wir starten mit dem Charleston-Grundschritt. Alle zusammen mit dem rechten Fuß geht's los. Und vor, tap. Rück, tap, vor, tap, rück, tap. Die Arme schwingen ganz locker mit. Rück, tap, vor, tap, rück, tap. Das war der Charleston-Grundschritt und da gibt es mehrere Varianten. Die zweite Variante ist der Grundschritt mit Kick. Selbes System, mit dem rechten Fuß geht's los. Und eins, Kick, zwei, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick. Der Körper ist dabei ganz locker und wir bouncen. Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick. Sehr gut. Dann gibt es noch die dritte Variante, die schwierigste von allen, wo die Juroren bei Let's Dance immer ganz genau drauf schauen, nämlich das Twisten der Füße. Das ist diese Bewegung. Wir twisten die Füße und das versuchen wir während dem Grundschritt. Let's go. 5, 6, 7, 8 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Das waren die Grundschritte und jetzt geht's weiter mit einer kleinen Choreografie für euch. Wir starten mit zweimal Twist-Grundschritt. 5, 6, 7, 8 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und Stopp. Die Arme machen dabei diese Bewegung. Gestreckte Arme, abgewinkelte Hände. Ganz typische Charleston-Armbewegung. Weiter geht's mit dem nächsten Schritt. Der rechte Fuß fängt an und 1 und 2 und 3 und 4. Im besten Fall auf die Fersen und 1 und 2 und 3 und 4. Schwierig mit Stöckelschuhen. Und die Arme machen währenddessen große Kreise. Und 1 und 2 und 3 und 4. Nochmal von vorne mit Grundschritt und der neuen Figur. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1 und 2 und 3 und 4. Jetzt laufen wir in einem Kreis auseinander mit Shaky Hands und 5, 6, 7, Haltung. Das Schöne am Charleston ist, man kann ihn entweder alleine oder zusammen tanzen. Das ist jetzt unser Paarteil. Mit dem rechten Fuß für die Jungs, mit dem linken Fuß für die Mädels. Basic Grundschritt mit Tap und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, und dabei macht unser Körper eine Gegenbewegung. Das heißt, immer gegen den Schritt. Eins. Eins, genau. Nochmal. Fünf, sechs, sieben, acht. Mit Gegenbewegung. Fünf, sechs, sieben, acht. Weiter geht's. Füße zusammen, Hände zusammen. Eins. Öffnen. Zwei, drei, vier. Und wir wechseln Platz. Fünf, sechs. Schlusspose. Sieben, acht. Mit. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ganz, ganz viel Spaß beim Charleston-Tanzen. Und wenn ihr noch tiefer in die 20er Jahre eintauchen möchtet, dann schaut euch das Haus der Träume auf RTL Plus an.